Vier Spiele sind's noch in der Zwischenrunde für Deggendorf Fire und nach den tollen Leistungen in der zweiten Hälfte der Vorrunde war zuletzt ein bisschen die Luft raus. Nachdem man den Klassenerhalt in trockene Tücher gebracht hatte, hat vielleicht der ein oder andere unbewusst einen Gang zurückgeschaltet. Zudem wurden zuletzt auch einige angeschlagene Spieler geschont. Ja, das ist richtig, dass einige Spieler geschont worden sind oder auch verletzt, angeschlagen, bedingt draußen bleiben haben müssen. Aber ja, ich sage mal, in den letzten paar Spielen hat uns einfach die Einstellung und der Wille zum Sieg gefehlt. Weiß ich nicht, vielleicht sind wir auch zu jung, um das, dass ein paar Junge das nicht so nicht wissen, wegen der Erfahrung und alles, aber man sollte halt jetzt schon nochmal richtig Gas geben, dass man mit einem richtig guten Gefühl in Playoffs starten kann. Beste Gelegenheit dazu ist vor allem das Heimspiel am Sonntag gegen Tabellenführer Rissersee. Die Garmischer könnten ein möglicher Playoff-Gegner der Deggendorfer sein, schon allein deshalb ist die Partie wichtig. Zudem liegt der SCR Fire. Deggendorf gewann in der Vorrunde 3 von 4 Spielen gegen den Zweitliga-Absteiger. Ja, wir wissen schon länger, wie die spielen. Denen liegt anscheinend unser System nicht. Und deswegen sind wir da immer glücklich aus der Partie rausgegangen. Und ich denke mal, dass sie da nicht so viel ändern wird. Nur, dass sie halt relativ früh erfahrene Spieler haben, die wir halt nicht so haben. Und ja, da wird sie dann sagen, wer dann der Bessere ist. Oder erfahrener nicht. Allerdings sind die Garmischer momentan ziemlich heiß. Vor allem Routinier Tim Regan, der am letzten Sonntag mit 4 Toren den EV Regensburg im Alleingang abschoss. Ja, also Garmisch ist gespickt mit solchen einzelnen Spielern. Da ist nicht nur der Tim da. Aber ich kenne den Tim von früher. Und ja, also einer allein riecht es dann doch nicht. Aber wenn man halt seine Spieler weiß und die dann gekonnt ausschaltet, sage ich mal, dann springen da schon ein paar Punkte raus, denke ich mal. Ein oder zwei Pünktchen wären auch heute Abend schon recht beim Auswärtsauftritt in Füssen. Leicht wird das sicher nicht, aber so könnte ein mögliches Erfolgsrezept ausschauen. Wir immer in den letzten Monaten unsere Defensivstärke ausspielen und hinten am Macht sein und ja, dann auf unsere Konter warten und die dann hoffentlich nutzen. Wir wissen, dass Füssen sehr laufstark ist und deswegen konzentrieren wir uns auf unsere Sachen. Das ist unsere Defensivarbeit und aus einer gesicherten Defensive denke ich mal, dass wir da auf alle Fälle eine Chance haben zum Gewinnen. Natürlich wird da auch wieder viel von Goalie Agricola abhängen. Aber der 23-Jährige hat sich nach durchwachsenem Beginn in dieser Saison zuletzt extrem gesteigert und avancierte zu einem bombensicheren Rückhalt der jungen Fire-Truppe. Ja, das kann man nicht beschreiben, wo es natürlich dann aufgegangen ist. Habe ich natürlich der Mannschaft einen sicheren Rückhalt dann geboten und da ist die Mannschaft gewachsen, ich bin gewachsen dadurch und deswegen haben wir teilweise und ja, die letzten Monate super eisig gespielt. Und daran will Fire dieses Wochenende wieder anknüpfen. Schließlich hat man Platz 6 noch nicht ganz aus den Augen verloren und das ultimative Saisonhighlight Playoffs folgt ja dann auch noch. Ja genau, und jetzt sind wir schon so weit gekommen, haben das Ziel Playoffs frühzeitig erreicht. Und wenn wir schon so weit sind, dann, also ich möchte da gerne noch einen Schritt weitergehen. Und glaube jeder auch.